Und wenn du schon dachtest, alles, was du kennst, ist cool, dann herzlich willkommen zu Temtem Schwarm. Ein super cooles Spiel. Ich habe gerade erst reingeschalten, weil die Demo ist jetzt verfügbar. Vorher musstest du dich anmelden zu dem Versuch, aber jetzt ist es, glaube ich, für alle verfügbar. Schau einfach mal rein, man kann es auch auf Deutsch stellen. Und wir haben schon ein Temtem. Ich erkläre dir gleich alles Genaueres im Spiel. Und wir haben auch schon ein Ei gefunden, was bedeutet, wir bekommen bald ein neues. Ähnlich wie, ihr wisst schon, was ich meine, schreibt mir in die Kommentare, welches Spiel. Und mit dem haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge hier aufzubauen. Ich habe 2 Runden mal gespielt und ihr seht, da gibt es einiges zu tun. Und wenn ihr mal genau hinhört, die Musik ist so schön. Wir werden sie später auch noch hören. Richtig cool. Also dieser kleine Typ hier, keine Ahnung, Platypet, geht mit uns jetzt hier rein und es gibt alles Mögliche hier zum Erkunden. Ich glaube mega viel. Wir gehen mal rein, man kann eine Gruppe erstellen, man kann Gruppen beitreten, zusammenspielen. Wir spielen alleine mit ihm auf jeden Fall nicht, weil den haben wir noch nicht. Um dieses Temtem einzufangen, musst du an die Stelle 3 Minuten Markierung einer beliebten Karte schlagen, okay? Wir gehen hier rein, der hat einen Tsunami und eine Welle, hat also Wassereigenschaften und erhält 0,5% Schaden pro Level von Wasser oder Gifttechniken. Und die Gifttechnik ist auch cool. Und wir können den wählen. Oh, wir können sogar 2. Map. Krass. Wir gehen jetzt erstmal auf die 1. Ich habe den Endboss hier noch nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir ihn jetzt zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Drückt auch gerne den Daumen nach oben, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich spiele auf Steam, auf dem PC, aber mit dem Gamepad. Funktioniert immer richtig stark, nie Probleme gehabt. Und dann leveln wir natürlich auf, wenn wir die Gegner besiegen. Okay, das war meine schlechteste Technik das letzte Mal. Ich würde gerne unter mir Schaden machen. Bereich, der sich um das Temtem erstreckt und laufend Schaden verursacht. Ein KI-Feld. Ja, jetzt haben wir unter uns so eine kleine Welle. Die macht wieder richtig schön viel Spaß und Action. Vielleicht ist sie ganz gut am Anfang immer. Und dann nehmen wir hier die Volgonzo-Schuppe. Die erhöht nämlich den Schaden. Das finde ich nämlich auch richtig stark. Damit werden unsere Attacken richtig stark. Und die Welle, was ihr hier seht, also oben rechts, also oben in der Mitte habt ihr erstmal die Zeit. Ja, wir sind jetzt eine halbe Minute hier, sind schon ein paar Mal aufgestiegen und wir nehmen als nächstes Geschwindigkeit ab, Klingzeit der Techniken. Und dann seht ihr rechts unsere Attacken, wir können anscheinend 4 Stück wählen und links unsere passiven Eigenschaften, wie zum Beispiel Verlängerung der Techniken, die Abklingzeit, mehr Schaden allgemein für alle Techniken oder spezielle Techniken. Also so Abilities, wie nennt man das? Ja. Und die habe ich noch nicht ausprobiert. Die Barriere, die sich in Richtung ausbreitet. Die würde ich jetzt auch ungern nehmen. Wir warten jetzt halt eigentlich auf unser erstes Signal, wo wir hin müssen. Und ich glaube, wir müssen dann wieder nach unten rechts. Jetzt schauen wir erstmal, was passiert. Sammeln noch ein paar Sachen ein auf der Map. Und ihr seht schon, wir lassen die so kleine Würfel fallen. Und am Anfang ist noch alles ganz entspannt. Hier sind hier dieses kleine Wassermännchen, Wassertemtem. Und die Gegner werden natürlich nach der Zeit immer alle besser. Aber was ich euch schon mal sagen kann, wir werden auch besser. Und zwar nicht ohne. So, wir nehmen den hier noch mit, erhöht den Schaden des Typs Wasser. Und wir werden jetzt dann später noch Wasser haben. So, und wir können nämlich evolven. Wir können nämlich, oh, jetzt haben wir auf der rechten Seite einen Marker. Das heißt, da sollten wir mal hinlaufen. Zack, ein Magnet war das, der alles einsammelt. Ich weiß nicht, können wir sprinten? Wir können noch eine Superattacke machen, die werde ich euch jetzt dann gleich mal zeigen. Und die Musik ist so beruhigend und so schön. Aber dieses Spiel ist auch nicht ohne. Wir werden das gleich sehen. Was kann ich euch denn noch erklären? Das ist jetzt so die Map und jetzt haben wir verschiedene kleine Aufgaben. So, schädliches Wassergeschoss. Wir nehmen das mal mit. Ja. Das waren das letzte Mal meine 2 besten. Uiuiui, hallo. Warum macht denn das so viel Schaden? Meine 2 besten Attacken.
So, mal reingucken. Können noch ein paar Level gebrauchen. Aber es ist auch wichtig, gleich zu der Markierung zu laufen, bevor ganz viele Gegner kommen. Und wir machen einfach 10% mehr Schaden. Oder 5% mehr. So, jetzt müssen wir mal hier bleiben und es verteidigen. Oder wir müssen es kaputt machen. So ist es eher. Jetzt eine halbe Minute Zeit und links steht der Timer, um dieses Nest hier zu zerstören. So, jetzt haben wir was bekommen. Und ich kann euch nicht mal sagen, was, weil normalerweise bekommt man hier eine Kiste. Dachte ich immer, die dich auflevelt. Und da ist ein besonderer Gegner. Habt ihr ihn gesehen? Ja, der hat einen Lebensbalken oben drüber. Ja. Und der droppt dann, glaube ich, Gold. Mit dem Gold können wir Basics, also können wir uns immer wieder komplett gut aufleveln außerhalb vom Spiel. Mehr Schaden machen, mehr Glück, mehr keine Ahnung was. So, jetzt zerstören wir den, weil die haben auch eine Wahrscheinlichkeit, eine Kiste zu droppen. Ja, und da ist ja auch schon die Kiste. Die nehmen wir mit, denn die bringt uns schöne Level-Ups. Zwar jetzt gerade nur für eins, war ein bisschen unglücklich. Und jetzt können wir fusionieren zu Platox. Der hat schon mal mehr Leben, der hat mehr Crit-Chance und mehr Geschwindigkeit. Ist allgemein wegen stärker, würde ich sagen. Machen wir einfach, ziehen wir durch. Und jetzt sind wir größer und cooler. Und alles ist viel besser natürlich. So, und wir laufen jetzt mal. Okay, rechts ist noch ein Marker. Links seht ihr auf der Map. Da ist ein Ei markiert. Das sollten wir dann später hinlaufen. Und dieses Ei ausbrüten. Aber wenn ihr natürlich noch mehr von diesen Temtems sehen wollt. Vergrößerter Angriffsbereich. Magnet. Alles gut, alles voll super. Wir nehmen mal das hier mit. So, jetzt gehen wir mal daher. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir bräuchten auf jeden Fall mal noch eine Angriffstechnik. Das wäre nicht schlecht, wenn wir die zeitnah bekommen würden, weil jetzt kommt so ein kleiner Miniboss. Das ist wieder so ein Beschwörungskreis, da gehen wir rein. Zack. Und dann sagt er uns, was wir machen müssen. Besiege den hervorgebrachten Demdem für einen Erfahrungsboost. Okay, mal gucken, wer das sein soll. Der Kleine hier. Oh no. Okay, wir hätten Feuerrate ist nochmal schneller. Verringert die Abklingzeit. Welle von den Wellen, das ist natürlich auch extrem gut. Vergrößert den Bereich. Machen wir auch nochmal. So, den haben wir schon mal erledigt. Würde maximal leben, da habe ich nicht so Lust drauf. Schädliches Wassergeschoss nochmal erhöhen. Das ist dann cool, weil die schießen dann auch später mal noch mehr Salben. Die waren richtig stark. Ich dachte am Anfang, diese Wellen, die sind irgendwie komplett kacke. Sind wir jetzt hier schon fertig? Ich denke. Alright. Dann gehen wir mal nach links. Wo uns das angezeigt wird. Oh, jetzt haben wir es ja gefreezed hier. Oh, da ist ein Gegner. Ah, da ist er. Der erscheint nach einer bestimmten Zeit. Ich dachte mal, der kommt da hinten. Und da war ich jetzt anscheinend schon ein bisschen weiter. Oh no. Jetzt brennen alle Gegner. Und wenn man natürlich etwas schneller laufen kann, hat es natürlich auch seinen Vorteil. Aber wir können natürlich solche permanenten Upgrades auch immer wieder im Menü machen. Jetzt haben wir die Welle zweimal abgegradet, also es bringt schon richtig viel hier, die Gegner zu zerstören. Und wir gehen jetzt direkt zu unserem Ei, denn wir wollen natürlich das Ei ausbrüten und dann im nächsten Run euch mal ein neues Temtem vorzustellen. Sollte es nicht klappen, dann werde ich das vielleicht abseits machen, ohne Vlog, also ohne Video. Und dann sehen wir uns trotzdem. Wenn dir das Spiel richtig gut gefällt und du sagst, wow, das ist richtig cool hier, da will ich öfters zuschauen. Ich will noch mehr wissen, ich will, dass wir alle gemeinsam hier besser werden. Drück den Daumen nach oben, dass ich es weiß. Abonniere den Kanal und schreib es mir in die Kommentare, was du gerade spielst, was, wie, wo, wann die beste Technik ist. Vielleicht kann ich ja noch was dazu lernen.
ich gehe halt davon aus, ich habe auch noch nicht alles ausprobiert. Ich habe gerade erst gestartet und wir laufen uns hier den Ast ab. Okay, wir können jetzt die wilde Klaue noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, was die andere Technik war. Wir nehmen es mal mit. Man kann nämlich immer wieder auch das dann wieder rauslöschen. Und wir sollten jetzt schauen, dass wir an sich stärker werden. Weil sonst haben wir gleich ganz große Schwierigkeiten. Zack, zack, Freeze. Wir könnten mal einen Magneten gebrauchen. Das wäre gescheiter gewesen. Da blinkt wieder was. Wir wollen jetzt aber erst einmal zu dem Ei rüber. Zack, das war der Magnet, oder? Das sammelt aber nicht alles ein, was auf der Map rumliegt. Zack, zack. Ich weiß auch nicht, was die beste Technik ist. Ich denke mal, zu dem Standpunkt zu laufen, ja, und die Gegner dann zu machen. Und diese kleinen Quests hier. Natürlich. Wieder ein kleiner Magnet. Der bringt aber anscheinend nicht so viel, wie ich es mir erwünscht hätte. So, jetzt bleiben wir mal da stehen. Ist das jetzt das Ei? Okay, das muss ich jetzt anscheinend verteidigen. Und die greifen alle an, aber wir machen eine Superwelle und zerstören die. Oh mein Gott, die sind aber ganz schön aggressiv, die Jungs. Erfolgreich! Und wir bekommen, was bekommen wir denn? Neues Temtem freigeschalten. Der Ori. Okay, nice. Mechanische Hitze. Ja, wenn du Bock drauf hast, dass wir uns den beim nächsten Mal anschauen. Daumen nach oben. Ja? Und so geht es, glaube ich, immer weiter. Wir finden dann hier lustige, neue, coole Temtem-Eier, die wir dann wieder ausbrüten können. Was machen wir denn allgemein? Mehr Schaden vielleicht? Wo war denn jetzt die Location, wo wir eigentlich noch hin mussten? Hier auf jeden Fall nicht, ne? Zumindest sehe ich nichts. Können wir auch unten rechts gehen? Da gibt es nochmal Kirschen hier. Könnten wir uns schnappen? Ich habe halt gehofft, dass wir in dem Fall, dass wir mehr Schaden machen, diese 5% oder 10% einfach durch die Gegner durchlaufen können. Ja. Oh, ganz wichtig, diese Kisten. Ich liebe diese Kisten. Nur eine Erhöhung. Okay, mal mehr Schaden. 5%. Das ist schon mal sehr gut. Dam, 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 dam. Bisschen was einsammeln. Und episch. Noch mal mehr Schaden. Nehmen wir natürlich mit. Es gibt noch eine weitere Verbesserung, die wir erreichen können. So, ich möchte jetzt aber gerne zum nächsten Event erstmal laufen. Zack, zack, nehmen wir die Kiste noch mit. Wir haben Pfirsich drin. Und die Map, die Grafik, super gut gelungen. Ich bin gespannt, wo das Spiel hingeht, weil es macht richtig viel Spaß. Was die Achievements sind vor allem. Ich habe wieder richtig Lust auf Steam, natürlich Achievements zu sammeln. Und da gibt es bestimmt dann einiges. So, jetzt wollte ich schon die Ulti raushauen. Legendär. Erhöht den Schaden des Temtems um 30%. Zack. Das nehmen wir natürlich safe gleich mit. Ja. Haben wir das schon mal erledigt. So, jetzt gab es hier keine Kiste von dem. Dann machen wir es doch einmal so. Laufen wir mal so im Kreis. Und dann können wir hier nochmal die wilde Klaue aufstufen zum Beispiel. So. 9 Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, wann der Endboss kam. Ich glaube, nach 15 Minuten kam der Endboss. Wenn das überhaupt der Endboss ist, ich kann mir nicht weiter. So, und jetzt wird es unangenehm da drin. Ich hoffe nicht, dass wir stehen bleiben müssen. Doch, wir müssen da drin stehen bleiben. Und für 12 Sekunden auch noch. Fünf. 3, 2, 1 und tschüss. Haben wir es geschafft? Gescheitert? Oh nein, bin ich zu früh raus? Ach nö, alles umsonst, alles umsonst. Naja gut,
Beim nächsten Mal weiß ich es, man muss noch mal eine Millisekunde länger drin stehen bleiben. Ich hoffe jetzt, dass er mir noch eine Kiste droppt. Jawohl, eine gute Kiste, die uns das ausgleicht, was wir verloren haben. Ja, wir bekommen 2-3 Upgrades. Sehr schön. Ja, sind wir schon mal gut ausgestattet. Ich weiß auch gar nicht, was das Höchste ist, was man haben kann. 5, 6, 7 Level. So. Hören wir uns doch mal den Pfirsich da drüben. Wir haben gerade keine weiteren... Ah doch, da unten haben wir was zu tun. Dann holen wir uns mal den Pfirsich. Für weiteres Leben. An sich ist das ein echt stabiler, guter Run-Card. Aber das kann sich immer ganz schnell ändern. Ich finde, diese 30% Schaden merkt man natürlich schon extrem. Barriere möchte ich nicht mitnehmen. Nehmen wir nochmal die Abklingzeit mit. Mehr Abklingzeit heißt schnelleres Angriffstempo. Ja, sage mal, wo haben wir den Pfirsich denn gedroppt? Eieieiei, da drüben, okay. Dann holen wir uns den. Und dann gehen wir runter zum nächsten Auftrag. Und vermutlich auch zum letzten, bevor der Boss kommt. Und natürlich kann man immer wieder mal nebenbei ganz locker hier spielen. Einfach bloß ein paar bisschen Gold ansammeln. Und dann wieder sein Temtem allgemein aufwerten. So, wir sind Stufe 20. Ich hoffe, ich kann euch noch die letzte Erweiterung zeigen des Temtems. War nämlich echt schön zu sehen. Müsste man noch genauer hinschauen, wie sich das dann nach außen so auswirkt. Der wirklich ganz anders ausschaut. Wenn du selber spielst, kannst du mal gar nicht so genau hinschauen, was da so passiert. Und sind wir jetzt da? Gespannt, was die nächste Aufgabe sein wird. Bleibe im Bereich, um ihn zu aktivieren. Wir müssen wieder das Ding hier zerstören. Das ist immer ganz geil, weil dann können wir diese Welle aktivieren. Unsere ultimative, und da ist eigentlich die geilste Sache, die ich haben will. Wir machen das da rein. Wilde Klaue auf 3. Zack, der Giftstrahl. Ich liebe diesen Giftstrahl. Stimmt, und ich habe gar nicht mehr dran gedacht, wer was ich vermisse. Schön, dass er noch gekommen ist, um euch das zu zeigen. Das ist auch eine sehr coole Attacke, die er hat. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwann mal auch die Startwaffen und Equipments zu ändern, weil wir fangen jetzt immer mit dieser Welle an. Da gibt es ja mal die Möglichkeit, dann später auch mit einer anderen Waffe zu starten, um ein bisschen die Runs zu verändern oder irgendwas auszuschließen. So. Jetzt sind wir natürlich mit dem Giftstrahl auf Stufe 1 und haben eine Stufe 3 Waffe rausgeschmissen. Das war vielleicht nicht ganz so intelligent, aber ich finde das Teil einfach mega gut. So, was müssen wir machen? Besüge möglichst viele Temtems. Oh mein Gott, Ness. Bevor die Zeit abläuft, okay. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Ich drehe mich dann immer so mit dem Strahl. Mit dem Joystick geht es echt gut vom Gamepad. Ah, da kannst du schön die Gegner ein bisschen Gift draufballern. Beendet. Festmahl. Ja, und was haben wir denn jetzt bekommen? Keine Ahnung. So, wir schauen auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall ganz viel von der Währung, denke ich mal. Wir gehen dann nochmal ab hier mit den Wellen. So, wo gehen wir jetzt allgemein hin? Denke mal, jetzt ist dann langsam Endbosszeit. In welchem Level werden wir nochmal stärker? Möchte noch einmal upgraded sein? Gib mir noch ein Upgrade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir schaffen das. Vielleicht sind wir ja mit Level 23 beim Upgrade. Das kann man bestimmt irgendwo nachschauen. Dann schaut das Temtem anders aus. Das ist einfach nochmal von den Grundwerte her nochmal stärker. Ihr kennt es wie auch schon beim letzten Upgrade. So, jetzt gehen wir aber nochmal uns heilen. Dann nehmen wir diese tolle Drachenfrucht oder was ist das, um uns dann nochmal hochzuheilen. Und was ich vermisse, ist so richtig krassen Magnet, der dann von der ganzen Overworld... Okay, es reicht nicht.
praktisch alle Erfahrungspunkte einsammelt und nicht irgendwie bloß in der Nähe, was er jetzt gerade gemacht hat. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. So, vielleicht schaffen wir es, den Gegner diesmal zu zerstören. Und Nessla nähert sich. Ha, es wird schon alles dunkel. Schauen wir mal, der rennt hier nämlich immer alles um, dieser Nessla. Der ist richtig krass drauf. Wir versuchen ihn natürlich extrem viel Schaden zu drücken. Der hat lauter lustige Attacken. Da sollte man sich auch schnell bewegen können, weil sonst haben wir da echt große Probleme. Oh mein Gott. Weil der scheppert nämlich schon gewaltig rein. Aber unsere Wellen, die machen das eigentlich ganz gut immer. Die gehen nämlich meistens auf ihn drauf. Und so müssen wir nie in seine Richtung schauen. Müssen bloß ein bisschen ausweichen. Und den anderen natürlich auch ausweichen. Wir können ihn ein bisschen mit Gift belegen, hoffe ich. Und jetzt sind wir fast ein wenig zu nah an ihm dran. Jetzt kommen diese blöden Pfeilspitzen. Da weiß ich noch nicht, was ich machen muss. Muss ich die zerstören? Die trifft mich irgendwie komischerweise immer. Habe ich so das Gefühl? Finde ich richtig unfair. Und die hat mich dann auch das letzte Mal zerstört. Diese blöde Pfeilspitze. Genau, die hier. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Und dann war ich genauso tot wie hier. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. War auf jeden Fall ein knapper Run. Wir wurden besiegt. Kein Problem. Hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Wir sehen hier nochmal, welche Attacke am meisten Schaden gemacht hat. Natürlich unser Giftstrahl. War am Schluss noch nicht weit genug vorangeschritten. Vielleicht war es nicht die beste Technik. Vielleicht kannst du mir noch sagen, was cooler und besser ist. Und dann haben wir wieder viele tolle Sachen freigeschalten, wie das neue Temtem. Und haben tolle viele Sachen bekommen. Und dann gehen wir mal ins Menü. Und wir haben Ori freigeschalten. Wir können jetzt die Punkte, die wir anscheinend geerntet haben, gleich auf Ori einsetzen. Ich würde aber gerne ihn nochmal besser machen. Und dann nochmal ein bisschen was reinsetzen. Zum Beispiel die Geschwindigkeit von Temtem. Erhöht die Geschwindigkeit von Temtems. Ja, dann lass doch mal ein bisschen schneller laufen. Können wir doch mal hier reinsetzen. 20% schneller laufen. Klingt doch nicht schlecht im nächsten Run. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn du Lust hast auf einen weiteren Part, lass mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.